Tagtäglich vom 5. Februar die heutigen Themen. WhatsApp Web funktioniert jetzt auch in Microsofts Edge-Browser und zwar offiziell. Das Samsung Galaxy S7 scheint ein echter Dauerläufer zu werden. Wir haben für euch mal alle in 2016 anstehenden Apple-Events zusammengetragen und mit der App Twilight könnt ihr des Abends noch auf dem Smartphone oder Tablet surfen und danach trotzdem schlafen. Das alles gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatech. Ich bin Amir, das ist Tagtäglich. Frank hat es euch ja gestern gesagt, ich war in München und deswegen trinke ich jetzt Bier. Malzbier habe ich mir in München angewöhnt. Wochenende steht kurz bevor, freue ich mich persönlich sehr drauf, weil mein Trip nach München so anstrengend war, dass ich gleich einschlafe. Vorher aber für euch noch die Themen dieses Tages, damit ihr am Wochenende auch gut informiert seid, beziehungsweise gut informiert ins Wochenende geht. Die erste Nachricht hatte ich gerade schon gesagt, WhatsApp Web. Wer das nicht kennt, das ist eine Möglichkeit, WhatsApp über euren Account im Browser zu benutzen und könnt dann quasi das Smartphone im Rucksack oder in der Tasche liegen lassen und könnt eingehende Nachrichten auf der Arbeit zum Beispiel oder zu Hause im Homeoffice am Browser beantworten. Das ging bislang offiziell nur mit Chrome, Safari. Was hatten wir noch vorhin? Mit welchen Browsern ging das alles? Firefox. Das war's. Jetzt geht's auch mit Microsofts Edge ganz offiziell. Das ging vorher schon über so einen Umweg, über einen Trick. Jetzt ist es offiziell integriert. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr das vorher mit dem Trick benutzt habt, den jetzt nicht mehr anwenden, sondern könnt WhatsApp Web direkt im Edge-Browser benutzen. So geziemt sich das auch für einen Browser, der ja von sich selber sagt, er sei der tollste der Welt. Schauen wir ins Android-Tresor. Das tollste Smartphone der Welt will das Samsung Galaxy S7 werden, das am 21. Februar in Barcelona kurz vor dem MWC vorgestellt werden wird. Und wirklich tolle Nachrichten bringt uns dazu jetzt Brancheninsider Eldar Murtasin. Der hat nämlich offensichtlich schon ein Gerät und hat damit rumgespielt und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Teil bei, selbst bei Videowiedergabe, war das bei Videowiedergabe? Also auf jeden Fall hat das einen Akku, der hält zwei Tage. Zwei Tage am Stück soll das S7 ohne Probleme schaffen. Das wäre, wenn das tatsächlich so ist, hart beeindruckend. Und dann würde ich das S7, das ich im Moment schon spannend finde, aber ich freue mich so ein bisschen mehr aufs LG G5, das würde ich dann mit ganz anderen Augen sehen. Also wenn das wirklich zwei Tage am Stück durchhält, Respekt Samsung, dann habt ihr da echt was geleistet. Wir sind gespannt, am 21. Februar, wie gesagt, stellt Samsung das Ding in Barcelona vor. Wir sind natürlich vor Ort mit 400 Kamerateams und werden euch dann ganz, ganz zeitnah erste Eindrücke von diesem neuen Super-Smartphone liefern. Super-Smartphones stellt bestimmt auch Apple noch in diesem Jahr vor. Wir haben mal für euch zusammengetragen, was gibt es denn 2016 für Apple-Events? Wann ist die nächste Keynote? Was wird da erwartet? Wenn ihr euch also schon mal einen Überblick über das Apple-Jahr 2016 verschaffen wollt, schaut bei den Kollegen von giga.de/Apple vorbei, da alles zusammengestellt, schön hier ausführlich auch beschrieben, was dann kommt und was dann kommen könnte. So, und dann haben wir als Rausschmeißer noch einen kleinen App-Tipp. Das ist sowohl ein App-Schnäppchen als auch, könnte eine gute App sein. Ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert. Und zwar Twilight. Twilight Pro ist gerade nur 10 Cent teuer im Play Store, kostet eigentlich 1 Euro. Und was die App macht ist, sie filtert irgendwelche Blautöne raus, die normalerweise dafür sorgen würden, dass ihr hell wach werdet, wenn ihr aufs Display schaut. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr abends noch viel auf dem Smartphone macht und danach immer nicht schlafen könnt. Probiert das einfach mal aus. Für 10 Cent kann man das machen. Sagt uns dann ruhig mal in den Kommentaren, ob das geholfen hat, ob ihr danach besser einschlafen könnt. Das war's von diesem Freitag, dem 5. Februar. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Frank wünscht euch auch ein fantastisches Wochenende. Nee. Martin, nee. Frank, ich wünsche euch kein schönes Wochenende. Gut. Ich wünsche euch ein ganz schlimmes Wochenende. Setz dich wieder auf jeden Fall. Frank hat ein bisschen, schlechte Laune gerade. Ich wünsche euch ein mittelmäßiges Wochenende. Gut, darauf können wir uns einigen. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.